ist kühl, es ist windig, es ist ein bisschen ungemütlich, es ist Herbst. Also auch kurz vor Halloween. Und Halloween feiere ich mit meiner Familie zwar nicht wirklich, aber ich finde Halloween-Kürbisse unheimlich stark. Und wie man die schnitzt, das zeige ich euch. Ein bisschen gegen die Sonne. Herbstwetter, ja, Sonne ist trotzdem da. So ein Burschen hier. Beim Bauern 5 Euro. Auf dem Markt hat man vielleicht sogar 8 oder 9. Zwei Stück habe ich mir geholt. Den kleinen und ihn 5 und 3 Euro. Spitzenmäßig. Jetzt zeichne ich mir mit einem Bleistift hier oben in Sternenform das Muster aus, was ich nachher oben als Luke habe. Und dann mit scharfen Messern ordentlich schneiden. Bei Messern könnt ihr gar nicht ausreichend Geld ausgeben. Ein gutes Messer ist immer super. Ich habe mich für diese Zwilling-Serie entschieden. Ja, Zwilling Twin Pollux gibt es bei Amazon. Jedes Messer kostet so um die 25, 30 Euro. Das ist auch schon richtig was Ordentliches. Ich schneide jetzt hier oben den Stern aus, dabei könnt ihr mir kurz zugucken und dann spule ich ein bisschen vor. So, einmal bin ich rum. Jetzt das Ganze nochmal nacharbeiten, damit der Deckel auch abgeht. Tada! Wir haben eine Öffnung. Und das wird jetzt erstmal ausgeputzt. Und dann kommt der schwierigste Teil. Das war also nicht schwierig, aber langwierig. Den Kürbis aushöhlen mit einem Löffel. Spitzenmäßig. Auf geht's ans Aushöhlen. Wir sehen uns. So, ordentlich ausgehöhlt. Da ist der Prachtjunge. Schön leer. Und der Kollege auch. Jetzt habe ich mir Gesichter drauf gemalt. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Wahrscheinlich nicht. Da habe ich mir mit Bleistift ganz einfach Konturen drauf gemalt. Die Konturen habe ich mir bei Google geholt. Kürbisgesicht eingegeben. Hier auch. Und die schnitze ich jetzt mit dem Messer aus und dabei könnt ihr mir zuschauen.
fertig, ist das erste Auge. Ich mache jetzt weiter. Sobald ich weiter bin, melde ich mich wieder. Das Schlimmste ist geschafft. 20 Minuten später, hier sind sie. Spooky 1. Spooky 2. Und die Jungs, die bringen wir jetzt noch zum Leuchten. Der große Test. Drei Kürbisköpfe und zwei davon können leuchten. Wollen wir mal schauen, wie das aussieht. Abra! Achso, großer Zauber. Abracadabra. Spooky! Er ist doch klasse geworden. Jetzt finden wir noch einen schönen Platz draußen vor der Tür und dann kann Halloween kommen. Ciao! Du störst. Du da. Ja. Ich bin's, Marco. Tor. Für Bayern, sagt der Kleine.